kennen Sie, Sie hatten im Jahre 2011 bei einem Arbeitsunfall eine Nahtoderfahrung. Wie kam es zu dem Unfall? Ich habe da so eine kleine Pferdepension und für die Pferde brauche ich ja meine Wiesen, mein Heu, sag alles, ja. Und da habe ich möchte so eine Wiesen noch ein bisschen abmähen im Vorfeld, damit das Unkraut ein bisschen weggeht. Und bei den Mäharbeiten ist mir eine Mücke ins Auge geflogen. Und das habe ich so den Überblick über den Schlepper verloren. Bin zu weit auf die Büschen rausgekommen. Und bin dann, da das eine hohe Büschen war, bin ich beim Runterfahren, beim Abknicken vom Schlepper, wenn er in Sturz kommt, habe ich dann schon in mir gespürt, jetzt stirbst du, jetzt ist das Leben am Ende. Ja. Sofort ist in mich reingekommen wie so ein Blitz. Und bin dann tatsächlich an der Böschung weiter geschlittert, wollte dann nach oben springen, auf die Wiese zurück. Das ging auch nicht mehr, da der Schlepper im Falle war. Sprang dann in die Böschung runter, in das Gebüsch rein. Im Gebüsch drinnen bin ich sofort wieder nach oben gesprungen, also aufgesprungen, mich aufgerichtet und wollte verlaufen an der Böschung, also weggehen. Aber das war nicht möglich und in dem Moment ist der Weinbergschlepper oben runtergekommen und hat mich dann im Schleudertempo hat er mich dann runtergemacht in die Dornenreihe und sagt, wie verschlagen mit einem solchen großen Hammer, so in der Richtung, ja. Und bin dann so gelegen an der Böschung. Und ich dann in mir komme, wenn du jetzt nichts machst, bist du tot, ja, bist fertig. Und dann habe ich in letzter Sekunde noch mein Handy aus der Tasche rausgezogen, an so einer Kette, und habe dann noch eine Taste gedrückt, diese Wahlwiederholung, wo ich dann gleich meinen Bruder dran hatte im Pferdestall, beim Pferdefütterer, und habe noch ein paar Sachen funken können. Und bin dann nachher weggedreht, ja. Mhm. Bewusstlos wurde. Und da kam dann eben diese Sache mit dem Erlebnis alles auf der anderen Seite. Ja. Was haben Sie während dieser Nahtoderfahrung erlebt? Also ich bin dann in Bewusstlosigkeit gefallen, so in der Richtung. Und dann bin ich plötzlich in ein großes Licht wahrgenommen. Wie ich meinen Körper dann verlassen habe. Ich bin jetzt in meinen eigenen Körper raus, bin dann wie ein großes Licht rein, auch glitzernd, großes Licht rein, ja. Und bin dann, dann wie begleitet noch schon von fremden Wesen auf Art, bin dann durch das Licht durch und wie Engelswesen, die mich noch begleitet haben sofort, bin ich dann wie in eine andere Dimension, wie in eine andere Welt rein dann, ja. Das war dann alles so verwirrend zuerst, so richtig so, ja. Und bin dann in dieser anderen Welt so, sag ich einfach mal, angekommen. Dann habe ich mich das erste Mal, ich bin ja nicht mehr mein Körper gewesen, ich war dann leicht, also habe noch gesprochen wie jetzt, aber habe nicht mehr meinen Körper gehabt, wie wenn ich da was wäre, wo man kann so wie Ballonen hochwerfen könnte vorher so. Und hab dann zuerst mal, wo bin ich jetzt denn da, was ist jetzt da passiert davor, ja? Und dann habe ich zuerst mal wahrgenommen, du bist ja tot, du lebst ja gar nicht mehr, du bist ja in einer ganz anderen Welt jetzt, ja? Ich war dann, hab dann gewusst, ich bin tot, ich bin jetzt irgendwo ganz anders da. Ich muss da sein, wo das, was heißt immer vom Himmel und so, und dann so muss ich jetzt irgendwo sein, so, ja? Und dann bin ich da, habe ich verschiedene Sachen wahrgenommen, dann, wo ich drüber angekommen bin. Verschiedene Sachen. Gestalte, wie so Wesen, wo leicht war, also wo man auch gar nicht sagen kann, also schon menschliche Gestalte so auf Art, aber leichter alles, also wie schwebende Fahrt so in Richtung alles. Ein Teil verschwommen, nicht ganz klar, wie man müsste Vorhang aufmachen. Dass man mehr sieht und so, ja. Ich immer, das gibt's doch gar nicht, das ist doch unmöglich und so, ja. Mein Gedanke immer, so, wo bin ich denn da? Das ist fast unmöglich und so. Und trotzdem war das real. Also ich war
ich war da vor Ort. Ja, wie, ja, und das war dann für mich so, so faszinierend auf Ort. Das gibt es gar nicht und trotzdem bin ich irgendwo anders. Und dann bin ich weiter, habe verschiedene Sachen wahrgenommen und immer mich gefragt, wo ich da bin, bis dann plötzlich auf mich was zukommt, ja, von oben, kommt das auf mich zu und habe dann gedacht, was ist denn das? Was, also eine Kraft, eine, wie ein Kraftfeld, wie Kraftfeld, dann ist also wie lauter Gutes auf Art so, wie so eine Wolke, also wo man merkt, da ist eine richtige Kraft drin, das kann nur was Gutes sein auf Art so. Und das andere dann, wo so ein bisschen so nicht so gut war, das ist dann weg gewesen, sag ja. Und diese gute Kraft dann, die spricht dann mit mir auf Art. Von oben so spricht das mit mir. Ne? Und alles hell erleuchtet, sogar wie so Gold, wenn man meint, also richtig so kraftvoll alles, spricht das mit mir. Ob ich auf der anderen Welt noch was zu erledigen habe. Ich im Moment, was ist das? Also, ja, das ist sonderbar, diese Kraft. Und wer spricht jetzt da mit mir? Ich habe dann gleich, ich habe noch was zu erledigen auf der anderen Welt. Und so habe dann auch gesprochen, so, was ich noch zu erledigen habe und so. Und dann habe ich dann einen Auftrag bekommen. Ich komme wieder zurück auf die andere Welt, aber ich muss auf der Welt gewisse Sachen erledigen vor Ort. Ich bin dann feiert wieder froh gewesen, ich bekomme nochmal eine Chance, obwohl ich so an der Grenze war, wo es mir schon fast durch diese Kraft gefallen hat auf der anderen Seite. Hab schon den ja, so ein bisschen weiter und ich hätte nicht mehr zurück möchte, so in die alte Welt. Ja. Aber das war dieser Wendepunkt einfach, wo man noch, ich will sagen, die Sehnsucht, also das Alte auch noch angenommen hat. Ja. Ich habe dann gesagt, ja, ich möchte schon nochmal gern zurück. Da habe ich mir Auftrag bekommen. Ich soll auf dieser Welt, auf der anderen Welt, soll ich das den Menschen berichten, mit meinen Worten, mit meinen Händen und mit Bildern, wo ich malen soll. Ich sofort, das kann ich gar nicht. Das bin ich nicht. Das ist für mich unmöglich, sowas zu machen. Mit meinen Worten, mit meinen Händen, mit meinen Bildern. Ich habe gar keine Bilder. Und malen kann ich ja zweimal nicht. Dann ist das um mich zugekommen. Es wird mir geholfen. Es hilft mir jemand. Und soll das in der Welt berichten? Soll diese Bilder sind für die Welt? Soll ich in der Welt ausstellen? Die Menschen sollen die Bilder sehen vor Ort. Und soll mit meinen Händen und meinen Worten über diese Bilder, wo sie herkommen, berichten alles. Das ist dann für mich alles so unmöglich gewesen. So unantastbar fast schon. Also unerreichbar, dieser Auftrag. Ja. Ich habe dann so ein bisschen dieser Auftrag angenommen, sag, dass ich mir Bestes gebe, aber ich kann das ja gar nicht, ja. Und dann, es wird mir eben geholfen, das zu machen, alles. Und es wird alles passieren und so, was ich, mit Ausstellungen und so Sachen. Und dann bin ich wieder, wie dann diese Kraft Sache verlassen habe dann, habe ich nicht gewusst, was komme ich jetzt an die Höhle oder was da alles passiert. Ich habe das, ja, auf jeden Fall bin ich dann wieder wie ein Rückweg gegangen, wie das ganze Ding wieder zurückgegangen ist. Hab dann verschiedene Sachen wahrgenommen, aber alles vielmal verschleiert, vielmal verschwommen, vielmal wie wenn ich über fünf Berge schauen würde oder so. Also über Horizonte wegschauen würde und so. Auch viel Gutes, aber auch dunkle Ecke, so dunkle Sachen. So. Und ich warte und hab dann so, lieber wieder zurückgehen, so in die Richtung, ja. Und ich dann so weit komme, dass ich dann wieder zurück bin, ich bin durch das Licht durch wieder gekommen, durchbegleitet worden, durchkommen wieder, bin dann nach dem Licht
wieder in meinen eigenen Körper, wie wieder rein in den Körper. Und dann, wo ich im Körper angekommen war, ist dann der ganze Körper mit einer Kraft, ein Lebensstrom, habe ich dann diesen Körper wieder gleich gehabt. Also habe das richtig gemerkt, dieser Lebensstrom und auch eine Kraft, wo mitgekommen ist von der anderen Seite, drin im Körper, war viel anders da wie vorher. Eine richtige, so wie wenn irgendwo Batterie wäre, so aufgeladen, so richtige Kraft, ja. Dann bin ich da gelegen, dann habe ich plötzlich Geräusche gehört, Stimme gehört. Dann habe ich gewusst, bekannte Stimme. Dann habe ich gewusst, jetzt bin ich wieder auf der Welt. Jetzt bin ich wieder auf der Erde. Und dann bin ich aber bewusstlos noch gewesen. Ich konnte nicht teilnehmen an dem Gespräch, an den Sachen. Und bin dann bewusstlos gelegen, vor Ort wieder an der Unfallstelle. Und bin dann vom Notarzt, von den Leuten, die dort waren, der Freund und alles, bin ich dann noch wieder rübergekommen, wieder erwacht, das alles. Habe die dann gesehen. Dann habe ich gewusst, ich bin jetzt wieder auf der alten Welt. Mhm. Ja. Aber mit einer großen Bestimmung von der anderen Seite. Das war richtig gravierend und echt, das ist so. Und da stand ich halt so, bis heute zum heutigen Tag. Das ist für mich surreal gewesen, obwohl man es nicht greifen kann so auf der Welt. Wie wenn ich jetzt irgendwo sitze und schaue Fernseher oder so das und so. Ja. Das ist so richtig, also alles echt, muss man sagen, so ja. Und so habe ich dann das alles aufgenommen, bin dann mit Rettungshubschrauber zuerst mal versorgt worden vor Ort alles, haben sie mal beschrieben alles, und dann mit dem Rettungshubschrauber nach Freiburg in die Uniklinik geflogen war dann alles, und dann später von der Uniklinik in Freiburg dann nach Krutzingen in die Reha-Maßnahmen zur Weiterbehandlung und alles, für die Knochenbrüche und vor allem drum und dran, ja. Und so habe ich dann immer dieses Erlebnis habe ich immer in mir gehabt, aber nicht negativ, sondern positiv, weil ich bin ja wieder ins Leben gekommen. Es ist ja alles passiert, was mir darüber berichtet worden ist, und bin da zurückgekommen, bin wieder im Leben gewesen. Also ist es ja für mich positiv gewesen, unserem Schmerz halt, den ich noch gehabt habe. Der Schmerz war halt das Negative, ja, aber positiv war, ich bin wieder zurückgekommen wieder. Aber jetzt liege ich dann im Krankenhaus und so, habe das in mir, was ich machen muss und alles. Ich habe immer gedacht, der Auftrag kannst du nicht erfüllen. Das kannst du nicht machen, was du alles machen sollst. Und dann habe ich es mal irgendwann habe ich es mal mit dem Bruder erzählt und so, was ich da alles erlebt habe und was ich alles machen soll. Und das ist alles so, wie ich das berichtet habe. Das ist gravierend, das habe ich alles gesehen und ist alles auf mich zukommen. Ist nicht irgendwie so halb sowas. Es ist richtig und ist richtig prägend. Wie wenn ich jetzt Ritt kriege vom Pferd oder so, oder wenn ein Pferd gebrannt wird mit dem Hufeisen aufbrannt wird, so ist das. Und bin dann eben in Genesung gewesen, in Bad Krutzingen, in der Klinik, und habe immer das in mir gehabt, wie machst du das? Wie kannst du das erfüllen? Der Deal war, dass ich wieder ins Leben gekommen bin, wie kann ich das machen, dass ich nicht irgendwelche, ich weiß nicht, muss ich dann noch dafür bezahlen, wenn ich das nicht mache, oder wie das ist, ja. Auf jeden Fall, jetzt nach langer Zeit, wo ich in der Genesung war, wo es mir ein bisschen besser gegangen ist, habe ich mal in der Klinik, bin ich mal da hochgegangen, da haben sie so eine Ort, wo sie die Beschäftigung machen, also mal malen oder so töpfern oder so Sachen, ja. Bin ich da mal hochgegangen und habe sich der Frau mal gesagt, ich muss das malen. Dann stellte mir Frau mir Pinsel hin, eine Leinwand, ich soll malen. Ich sitze davor, 3 Tage, 3 Abende. Dann habe ich gesagt, was soll ich machen? Das heißt, sie müssen ihr Erlebnis malen. Durch nichts gegangen, ja. Bis es dann an einem Abend habe ich gespürt,
heute ist es anders doch. Dann in so späterer Stunde ist dann plötzlich so, habe ich mir gut gefühlt so und habe wie innerliche Kräfte gehabt, habe ich angefangen was zu machen. Habe ich dann mit Bild angefangen, ja. Und mit dem Anfang von dem ersten Bild habe ich genau gewusst, dass sie auch die Versprechung von der anderen Seite, dass das alles kommt und dass mir dabei geholfen wird, habe ich gewusst, aha, jetzt geht was los, jetzt geht was in Gang. Und ist dann ein Bild in der Reha schon entstanden, ein Anfangsbild. Mhm. Ja. Und dann weiter sind gegangen, zu Hause in der Reha, weil die Frau mir gesagt hat, also, ja, ich sollte was machen und so, da habe ich selber mal so ein bisschen so reine Beine geschenkt, wie das ist so in der Richtung mit mir, was ich so viele Probleme habe, in der Richtung, dass ich so soll was male und habe aber hinten und vorne keine Ahnung davon. Wie mit Farbe, mit Pinsel, egal was, keine Ahnung. Dann hat sie mir gesagt, ich soll da und da hingehen, das große Geschäft, soll einfach mal kaufen, was ich meine, so mit nach Hause nehmen, sag. Habe ich dann gemacht, habe mir dann eine große Einkaufswagen voll im Fachgeschäft, Leinwand, Farb, obwohl ich habe alles gerade so auf mich zukommen lassen, habe alles zu Hause abgestellt im Büro auf einer Seite, habe gedacht, einfach mal schauen, was passiert. Eines Nachts bin ich aufgestanden, bin hochgegangen ins Büro, habe keine Staffel, was, habe ich gar nicht gewusst, was eine Staffel ist in der Richtung, ja. Habe auf dem so Bürotisch, habe ich meine Sache ausgeknallt, so ein bisschen unterbauen noch mit Büchern und so, ja. Habe da angefangen, was zu machen und habe aber nicht gewusst, was jetzt genau passiert, also was genau da gemalt wird. Auf jeden Fall habe ich da was gemacht und es waren noch Kräfte einfach vom Jenseits, von der anderen Seite, wo mir versprochen worden ist, zu helfen, habe ich diese Kräfte wie hinter mir gehabt. Meine Hand hat zwar was gemacht, aber was, wie und wo, ist von einer anderen Welt gekommen. Ich habe das, habe da dran geschafft. Bis gegen morgen, hab dann das abgedeckt mit dem Tuch, bin dann hinweg ins Bett, habe mich da ein bisschen ausgeruht. Am anderen Morgen stehe ich auf, lauf hoch ins Büro, schau, was so passiert ist. Das Bild war noch nicht ganz fertig. Ich habe da schon drauf gesehen, aber noch nicht richtig alles gespürt, nicht richtig als wahrnehmen können. Habe das Bild wieder abgedeckt, habe dann irgendwann wird es weitergehen. Ja. Es ist dann ein paar Tage gegangen, in der Nacht bin ich wieder hochgegangen, das Büro aufgedeckt, habe Farbe geholt, verschiedene Sachen geholt von meinem Leben noch, wo ich alles näher gerichtet habe, vorgerichtet gehabt habe. Habe da dran geschafft am Bild, bin wieder schlafen gegangen, am anderen Morgen gleich wieder hoch, geschaut, was da passiert ist, dann habe ich gewusst, habe gewusst, was es dann darstellt, so das Bild, ja. Und dann habe ich genau gewusst, das ist diese Kraft, wo mir versprochen worden ist, von der anderen Seite, wo mir geholfen hat zu malen, ja. Und weil aus meinen Händen allein das Malen ist, wäre es nicht gegangen, ja. Und so sind dann weitere Bilder entstanden in Nächte, wo ich hoch bin, bis ins Büro. Hab dann genau mich gerade gehen lassen, hab einfach gemacht, was so auf mich zugekommen ist. Staffel aufgestellt, eine Leinwand drauf, Farbe habe ich alle so immer näher dran. Auf Wägele so kleins gehabt alles, auch Produkte von meinem Leben habe ich mittlerweile immer so ein bisschen näher dran gehabt. Ist dann wieder das nächste Bild entstanden. Ich bin dann fasziniert gewesen, auch wo ich dann
wieder später gemerkt habe, diese Kraft, wo in diesen Bildern sind, dieses war, so war es so richtig. Ich habe mein eigenes Bild, also mein Bild, wo entstanden ist, durch meine Hand, bewundert vor Ort. Habe mich immer gefragt, am anderen Markt, wie habe ich das gemacht? Wie habe ich das gemacht, dass dieses Bild so geworden ist? Ja? Und mit dieser Kraft drin. Ich bin da immer selber dann fasziniert davon gewesen. Auch, wie, da habe aber dann gewusst, ah, das ist ja diese Hilfe von der anderen Seite, die bei mir war. Wie wenn jemand hinter an mir sitzt und führt meine Hand ganz sachte, langsam, so und so, genau so. Habe ich dann gewusst, dass es immer so passiert, ja. Und so sind dann mehrere Bilder sind dann auf diese Art entstanden. Ich kann mal eine Woche gehen, mal liege ich nah beieinander diesen Tag und das passiert so. Aber immer mit einer Kraft von der anderen Seite, wo auf mich zukommen ist, wo einfach bei mir dabei ist, wie mal, wo wie immer meine Hand führt und so. Mhm. Weil ich kann von Natur aus, kann ich das nicht, habe ich das noch nie gemacht und so. Und immer wenn diese Bilder dann zu Ende sind, dann weiß ich, jetzt ist fertig, jetzt ist das Bild fertig gemalt, jetzt gibt es nichts mehr oder so. Ja. Dann sitze ich für mich tagelang und ich muss abends mal jeden Abend muss das Bild anschauen. Frag mich immer, wie hast du das gemacht? Wie hast du das gemacht? Wie ist das entstanden? Und immer wieder kommt raus, das, wo bei dir war, das hat ja deine Hand geführt, zum das machen, ja. Mhm. Also, deswegen bin ich immer wieder ein großer Bewunderer von den Bildern, die da entstanden sind durch meine Hand, ja. Muss immer das Neue muss ich betrachten, empfinde immer wieder neue Sachen drin und ja, und immer wieder kommt dann die, das ist ja die Bestimmung von der anderen Seite. Das ist ja das, es passiert ja alles, was mir, diese Hilfe, was mir geholfen wird, ja. Mhm. Und so entstehen meine Bilder so in der Richtung, ja. Wie lange dauerte der Genesungsprozess, den Sie da hatten, nach diesem schweren Unfall? Ja, ich war so gegen ein Jahr, war ich ja krankgeschrieben, war ich ja weg und so. Ist dann immer besser war oder so, ja. Mhm. Mit Knochenbrüche verheilt und so, dass ich beweglicher geworden bin. Alles bis nach einem Jahr, so bin ich wieder, habe ich dann wieder so im Arbeitsleben wieder so eingliederungsmäßig teilgenommen. So, ja. Ich noch einmal zurück zu dieser Nahtoderfahrung. Sie haben gesagt, Sie seien abgeholt worden von Wesen. Haben Sie einige Wesen davon erkannt? Direkt erkannt habe ich sie nicht, aber sie waren mir vertraut. Mhm. Es war wie, ich denke, dass es Verwandte war oder Ältere war oder so, wo mich auf Art schon erwartet habe, auf Art, mhm. mich begleitet habe in die richtige Richtung. Ich weiß nicht, dass ich den richtigen Weg finde, auf Art so. Und dann nochmal Wesen, wo im Licht noch dabei waren. Also wie so Lichtwesen, wie so, wie man sagt, Engel, ja, und dabei gewesen, als war richtig angenehm, ja. Die Begleitung, das bisschen Wohltun, würde ich sagen jetzt, also es war, wie wenn du jetzt schon gehen musst, dann begleite man dich auf eine Art, ja, damit du dich ja wohlfühlst. Auf der anderen Seite, so ist mir das vorgekommen, ja. Es war nichts Böses oder irgendwas, es war nur gut, also es war nur das, das ist gut, also so richtig ein guter Weg, muss ich sagen, so in Richtung für mich. Das Einzige, was nicht so gut war, war, wo ich auf der anderen Seite war und gewisse Sachen mir sofort gezeigt worden sind, wo ich denke, da möchte ich jetzt nicht gerade landen, so in der Richtung, da möchte ich jetzt nicht gerade bleiben. So. Kann man das verstehen, als ob das so Orte waren, die nicht so einladend waren? Ja, sowieso. Wie soll ich sagen, wie so wartende Seelen sind noch so fahren, so, wo, wie so in kleinen Häusern, wie so in kleinen,
in der Fenster und so, wo einfach auf was gewartet habe oder wo noch was fehlt in der Richtung, wo einfach so, wo man sich fragt, was mache ich jetzt da, auf was warte jetzt sie in der Richtung, ja. Also haben Sie diese Wesen in Häusern gesehen oder in Landschaften? Das sind, muss ich so vorstellen, es ist wie wenn ein Nebel wäre auf der Art. Ein Nebel, wo die Berge kommen, sie sehen was, diesen Ausschnitt, aber hinten dran sieht man es wie ein Nebel drin. So. Mhm. Ja. Wie so mehrere Sachen so hintereinander, wenn sie über mehrere Berge schauen und sie sehen wieder mal Stücke und so. Ja. Haben Sie auch schönere Orte gesehen? Ja, ja, die gibt es auch schönere Orte. Ja. Also kraftvoll mit viel Licht, wie sich viele Seelen aufhalten, wo wie von einer Wanderschaft sind, wie da reinwandern in dieses Ort, wie so, also wo, ja, ich würde einfach sagen, reinwandern in diese gute Kraft, also wo ich so empfunden habe. Also das wäre zum Beispiel ein Ort gewesen, wo, wenn ich jetzt müsste bleiben, wo ich auch gern mitgewandert wäre dann, ja. In diese gute Kraft fort, ja. Mhm. So, also so gold, gelb, kraftvoll, richtig, so kann man gar fast gar nicht beschreiben. Und auch wohltuend, gut, wohltuend, lieblich, so alles, ja. Wie hat die Senator-Erfahrung Ihr Leben verändert? Nachdem ich mehrere Bilder gemalt habe, also durch mich entstanden sind, durch meine Hand, durch meine Hilfe von der anderen Seite, muss ich immer sagen, entstanden sind, ich dann auch auf mich zukomme mit dem Aussteller, ja, mit dem Bilder zeige und habe dann nachher in Grutzingen oben die erste Ausstellung gemacht, bin da gelaufen und habe genau gewusst, da und da ist meine erste Ausstellung, habe dann nachgefragt, habe dann meine Geschichte erzählt. Hab dann auch eine Zusage bekommen, noch ein paar Monate, ja. Hab dann auch meine erste Ausstellung gemacht, obwohl das für mich komplettes Neuland, ich damit noch nie was zu tun gehabt habe. Großer Redner bin ich auch nicht in der Richtung. Ja, hab das einfach auf mich zukommen lassen, weil es ist schon bestimmt von der anderen Seite. Hab dann versucht, die Bilder so aufzubauen, damit die Menschen das so ein bisschen verstehen können, weil es sowieso sehr schwer ist, sowas zu verstehen. Mhm. Sind dann viele Menschen gekommen, die Ausstellung, und was dann noch war, sind viele Menschen gekommen, wo selber was erlebt haben, wo nie was jahrelang, jahrzehntelang nie darüber gesprochen habe, ist immer innen gesessen, so, wo man dann noch auch Gespräche geführt habe, so drüber, wo froh war, dass ich diese Ausstellung über dieses Thema gemacht habe. Dann habe ich ihnen halt immer erzählt, dass es nicht direkt von mir kommt, die Ausstellung, dass halt diese Ausstellung mehr von der anderen Seite bestimmt ist in der Richtung, ja. Und war sogar für die Leute positiv, also dass diese Ausstellung bestimmt worden ist von der anderen Seite. Ja. Und haben wir dann viele Leute, dann viele Gespräche geführt, so fort, über die Ausstellung, über bestimmte Bilder, über bestimmte Sachen, auf die Bilder drauf sind. Die Bilder sind ja nicht nur für viele Leute, die gekommen sind, sind auch Künstler gekommen, die einfach sehen wollen, was der Bauer da zusammenbimselt hat in der Richtung. Und viele Leute sind gekommen, wo einfach das interessierte, dieses Thema. Ja. Es war an diesem Tag für die Künstler, haben ihr Sach gefunden in diese Bilder drin, wo einfach fasziniert war, wie diese Bilder entstanden sind, alles und wie ich das alles gemacht habe und alles. Habe mir von Technik erzählt, dann habe ich ihnen gesagt, tut mir leid, aber ich habe da keine Ahnung davon mit Technik oder irgendwie sowas. Es ist, habe ihnen eben meine Geschichte erzählt, wie diese Bilder entstehen und so alles. Die anderen Leute sind gekommen und haben diese Bilder angeschaut und haben auch in diese Bilder viel gefunden drin, was sie selber erlebt haben und wo sie verstehen alles. Ja. Auch diese Bilder sind
Das Interessante für die war, wo ich sagen muss, diese Bilder und meine Worte dazu, wo ich kurz probiert habe, das über die Bilder ein bisschen zu berichten. Das ganze Erlebnis, wie sie entstanden sind, alles. Und eben, ich habe ihnen halt auch immer gesagt, ich bin nicht der Redner, ich muss das mit meinen Händen und mit meinen Worten und die Bilder zusammen, muss ich schauen, dass ich halt das, mein Erlebnis so rüberbringe für die Menschen. Es ist für mich sehr schwer, weil ich nur ein einfacher Mensch bin, aber ich gebe mir Mögliches, ja, das einfach meinen Auftrag zu erfüllen. Und da ja die Worte sind, es wird mir geholfen, auf der anderen Seite wird mir geholfen, und ich sehe halt das, dass mir geholfen wird, ja, dass viel passiert. Ich nehme das alles, wenn es Ausstellungen so gemacht werden, sag, und es kommt auf mich zu, über andere Hilfe oder so, dann bin ich da offen dafür. Ich versuche, mein Bestes zu geben dann alles, ja. Eine Ausstellung zu machen, ja, wo ich dann zukomme und alles, und wo ich die Bilder ein bisschen aufstelle, der Reihenfolge aufstelle, wie es auch, wie meine Lehre stattgefunden hat. Und probiere es mit meinen Worten, die Bilder zu erklären. Und in meine Hände Sachen alles. Und bis jetzt bin ich froh, ist alles, was passiert ist, was rübergekommen ist, was ich machen muss, habe bis jetzt immer alles so erfüllt gekriegt, so einigermaßen. Ja. Und ich denke, in Zukunft, es wird noch einiges auf mich zukommen in der Richtung, wo sich etwas öffnet, wo in einer Ausstellung oder es geht sicherlich irgendwie weiter. Ja. Ich laufe sicherlich nicht irgendwo hin und sage, ich möchte jetzt eine Ausstellung machen oder so. Das mache ich nicht. Ich denke, es wird irgendwie geregelt werden, von oben. Man braucht nicht alles verstehen in der Richtung, habe ich schon festgestellt. Ja. Und so geht es sicherlich weiter. Und die Bilder haben ja die Bestimmung für die Welt. Die Bilder sollen ja in die Welt raus, weil in den Bildern ist die Geschichte drin vom menschlichen Leben in den Tod rein, dass es weitergeht, dass es aber auch was Gutes geht und aber auch vielleicht was geht, was ein bisschen dunkel ist oder wo man auch schauen soll in so eine Richtung. Es ist einfach eine Geschichte für den Mensch, wo sehr wichtig ist in der Richtung. Ja. Und das habe ich jetzt, nehme ich aber das, ja, und ich gebe mir Bestes, das weiterzuführen, so sind auch schon Sachen wieder vorkommen, wo sich die andere Seite mit mir in Verbindung gesetzt hat, mir Auftrag erteilt hat, Sachen zu machen. Habe ich probiert, im besten Gewissen, was in meiner Macht steht, auszuführen, Sachen. Ja. Und es sind jetzt schon ein paar Aufträge, die ich müssen machen, so in Richtung. Also ich setze mich mit der anderen Welt nicht in Verbindung, das mache ich nicht. Aber die Welt, die andere Welt setze ich mit mir in Verbindung. Aber nicht irgendwie negativ, nicht angsterregend, irgendwie ist etwas so in der Richtung. Es ist für mich etwas ganz Normales, diese Verbindung jetzt. Ich fühle mich jetzt wie so Verbindungsmann, so rüber und über so. Ja. Und ich mache das. Wenn ich bin, steht, es gibt mir eine Kraft, eine innere Kraft gibt es mir, eine innere Stärke. Ja. Kommt gleich mit rüber, wenn so Bild fertig ist oder so. Oder diese Verbindungen. Viele Leute haben da wirklich Angst, wenn sie was hören, denen so um andere Seite, das und das. Ist immer Angst erregend, das stimmt nicht. Das braucht man nicht haben. Es ist immer auch wohltuend. Man muss nur. Also ich muss halt einfach das machen. Bis jetzt ist noch nichts Negatives auf mich zukommen. Bis jetzt ist immer das Gute auf mich zukommen. Und habe erkennen viele Menschen schon das weitergeben, so, wo an mich Radräder sind, wo ich einfach kennengelernt habe, so durch die Ausstellungen. Auch so, wo durch Verbindungen von der anderen Seite geschickt worden sind, zu mir fahrt, wo dann Gespräche stattgefunden haben, so positive.
willst einfach dazugehören, so in der Richtung, ja. Und das ist jetzt bis jetzt, was bis jetzt passiert ist, ja. Und es wird sicherlich, wird es weitergehen, irgendwie mit, was man in der Ausstellung ist, oder dass die Bilder irgendwie in die Welt gehen. Ich weiß nicht wie und weiß nicht wann, weil ich bin nur kleine Arbeiter mit einer Pferdepension. Ich mache mir auch alles, was ich muss. Ich schaffe jeden Tag. Aber das andere ist mir ganz wichtig. Das gehört zu meinem Leben jetzt. Haben Sie sich jemals vor Ihrem Unfall mit der Thematik Nahtoderfahrung befasst? Ist für mich fremdwort gewesen bis vor dem Unfall. Also, hab du mir nie darüber Gedanken gemacht. Über sowas irgendwie. Ich habe gedacht, wenn man 80 wäre, in 80 Jahren so in Richtung, dann kann man sich mal mit dem befassen, ob da mal was kommt oder wie oder was so in Richtung. Ja. Also, ich habe da bis jetzt in einer anderen Welt gelebt, also ja, sich mit sowas nie befasst, aber jetzt muss ich sagen, jetzt bin ich auf eine Art richtig angekommen in der Welt, in der richtigen Welt, dass diese Sache auch zum Leben gehören. Der Tod gehört auch zum Leben, ja, muss man wissen. Der Tod gehört auch zum Leben. Und dass man das ganze Leben leben muss, nicht nur schaffen, machen, Stress, alles drum und dran. Das ist ein Problem, wo wir im Moment haben, auf der Welt auch so, wie ich auch habe. Ja. Und jetzt ist mir halt das bewusst worden, durch diesen Unfall, dass es halt einfach mehr gibt. In diesem Leben gibt es mehr, wo man sich kann vorbereiten fürs andere Leben. Das können wir Menschen, ja. Und vorbereiten fürs andere Leben. Und viele Menschen auch lehnen das mir rüberkommen, wenn ich darüber spreche über alles. So, wo einfach sagen, es ist gut, dass ich darüber das berichte über alles, was ich alles erlebt habe. Und dass ich offen bin und auch sage, dass ich vorher nie was mit zu tun gehabt habe in der Richtung über Nahtod oder sonstiges oder über irgendwelche andere Sachen, wo man einfach Glaubenssache. Ich bin da komplett, sagen wir so, neutral. Mir persönlich ist jede Religion recht so, solange mich niemand umgebracht wird. Ja. Und, aber es ist, wir Menschen müssen wissen, es geht weiter nachher. Wir Menschen haben eine Seele, das ist ganz wichtig, grundlegend für Menschen zu wissen. Und dass es nachher weitergeht und dass wir jetzt auf der Welt schon was dafür tun können, für die nächste Welt, die es da gibt. Ja. Und das ist nicht nur auf der anderen Welt, es gibt viel Gutes, aber es gibt auch Sachen, die nicht so gut sind. Ja. Wo wir uns einfach müssen mal Gedanken darüber machen, jeder Einzelne soll man sich da Gedanken darüber machen, das ist ganz wichtig, weil es kann schnell gehen. Ich habe das an meinem eigenen Körper gespürt, dass es kann sehr schnell gehen kann, wo man sich dann mit befassen muss, ja, wo man sich dann, wo kann dann zu spät sein schon. Ja. Herr Hensel, herzlichen Dank für das Gespräch. Ja, danke.